Schweizer Volk, herzlich willkommen bei meiner Sprechstunde heute. Gestern hatte ja Daniel Koch, einer meiner wirklich besten Mitarbeiter, hatte Geburtstag. Er wurde 65 Jahre alt und er wird endlich pensioniert. Und ich freue mich natürlich, dass er Geburtstag hat und ich habe ihm Geburtstagstorte geschickt mit Lieferservice von der Post, Frischlieferdienst von der Post und der hat ihm den Kuchen gebracht. Heute hat mir ein Freund aus Luzern hat mir angerufen. Er hat beim Kantonsspital Luzern hat er angerufen und gefragt, wie viele Intensivbetten haben Sie. Und dann hat er mir Auskunft bekommen von der Pressestelle und die haben gesagt, wir haben 81 Intensivbetten und wir haben 560 Isolationsbetten. Und wie viele Corona-Patienten haben Sie? 4. Unglaublich. Dann im Kanton Bern. Ein bisschen besser. 31 Corona-Fälle, das tönt schon gut. Intensivbetten mit Beatmung haben sie 247, 143 ohne Beatmung. St. Gallen, ganz verrückt. 9 Fälle, 9 Corona-Fälle im Kanton St. Gallen. 114 Intensivbetten, 927 Isolierbetten. Ich frage mich, wo ist Pandemie? Gar nie gekommen? Erfindung, schon wieder weg, Notvorrat, braucht man nicht. Dann Kanton Zürich, Aussage verweigert, der Pressedienst, der zuständige Marcel Odermatt gesagt, geben wir nicht Auskunft, Sie dürfen nicht wissen, wie viele Betten und wie viele Corona-Patienten. Dann in Luzern gibt es, auf der Almend gibt es einen Drive-In-Test. Aber der war übers Wochenende geschlossen. Die Leute haben gesagt, nein, wir machen nur werktags. Sonntags gibt es keine Corona-Fälle. Die sollen warten bis jetzt, in diesem Fall bis nach Ostern. Ostern war wirklich ein sehr intensiver Tag für alle, die ein bisschen kritisch mit der Corona-Situation umgehen. In Berlin wurde der Ken Jebsen, er macht da Fernsehanstalt, irgendwie sowas, Video, redet sehr schnell, lächelt nicht viel, aber sehr... Auf alle Fälle wurde er an einer Kundgebung wurde er festgenommen. Es hat geheißen, er wurde verhaftet, aber eigentlich wurde er nur für die Personalien wurde er auf die Zentrale, auf den Posten genommen. Also das war nicht so wahnsinnig schlimm, aber es gibt auch zu denken, nicht? Dann auch in Deutschland, die Beate Bahner, die hat eine Anwältin, Fachanwältin für Medizinrecht, hat beim Bundesverfassungsgericht am Mittwoch hat sie Verfassungsklage eingereicht, gesagt, Corona-Verordnungen sind verfassungswidrig, grundgesetzwidrig. Deutschland hat ja nur Grundgesetz. Auf alle Fälle, am Mittwoch hat sie das im Bundesverfassungsgerichtshof hat sie das eingereicht. Am Donnerstag hat polizeiliche Ermittlungen begonnen. Dann am Karfreitag hat das Bundesgericht, im Bundesverfassungsgericht, hat im Schnellverfahren gesagt, nein, können wir nicht, sie hätten zu einem Verwaltungsgericht gehen müssen. Am Samstag veröffentlicht sie einen Auferstehungsaufruf, an Deutschland soll sich erheben, nicht Ostern und so weiter. Und am Sonntag ist sie dann verhaftet und in die Psychiatrie gesteckt worden. Aber Deutschland ist nicht so weit weg und vor allem am Sonntag wurde ein Arzt in Baden, ein Thomas Binder, der wurde auch verhaftet. Der hat sich sehr deutlich geäußert, also nicht gerade, wenn ich Corona-Kritiker wäre, dann würde ich ein bisschen andere Worte wählen. Auf alle Fälle, er hat sich sehr deutlich geäußert, war auch ein bisschen aufgeregt, denke ich. Und dann ist Polizei gekommen und ich habe Termin mit Adolf Beckenbauer, das ist der uneheliche Bruder vom Kaiser.
Und ich habe Termin, weil wir wollen unbedingt wieder Fußball einführen. Und der Adolf Beckenbauer ist sehr guter Berater. Er hat gearbeitet für Bernard Tapie, für Michel Platini, für Constantin. Er kennt also auch die Verhältnisse in der Schweiz. Und wir wollen schauen, wie wir den Fußball Corona-gerecht wieder einführen können. Der Bruder, ja, der Adi, das ist... Ja, wie soll ich sagen? Es ist ein schwieriger Typ, der sich eigentlich die ganze Zeit immer nur eingemischt hat in die Sachen, die ihn nun überhaupt nichts angehen. Er hat sich mit dem Regelwerk überhaupt nicht auseinandergesetzt. Es geht im Fußball ja nicht darum, Tor zu machen, sondern es geht darum, eines zu verhindern, ob die Leute jetzt ins Stadion kommen oder nicht. Das ist mir, gelinde gesagt, ehrlich, wurscht ist mir das. Der Lothar Matthäus, das ist ein guter Spieler gewesen. Ja, mit dem bin ich Weltmeister. Und das war's von mir hier. Ah, hallo Herr Beckenbauer. Ja, grüße den Gott. Ich freue mich, dass Sie da sind und uns das Konzept des SDS, des Soccer, Social Distance Soccer, vorstellt. Das ist ein Konzept, das wir in der Schweiz eben als Pioniere einführen würden. Und ich bin ja Vorsteher des Departements des Innern, da gehört die Kultur auch dazu. Und ich glaube, Fußball, eigentlich Sport, gehört zum Militär, aber ich finde Sport... hat sehr viel mehr, wenn es mit Social Distance gespielt wird, hat es sehr viel mit Kultur zu tun, und deswegen bitte ich Sie, mir das Konzept zu erklären. Ja gut, sicherlich. Der Mensch zu Hause an den Fernsehschirmen, der möchte natürlich sein Fußballspiel sehen, wie es gewohnt ist. Das ist heutzutage eben nicht mehr möglich, und darum haben wir dieses SDS, diesen Social Distance Soccer, haben wir das ins Leben gerufen, zusammen mit der FIFA. Das besagt, dass jetzt zukünftig 9 Spieler pro Mannschaft auf dem Platz sein werden, und diese 9 Spieler tragen eine mit Wärmebildkamera ausgestattete Fußfessel, wodurch man die Distanz jeweils im Keller in Zürich bei der FIFA überprüfen kann. Die 4 Schiedsrichter, die es neu auf dem Platz geben wird, überprüfen es mit dem Knopf im Ohr, und dann wird der Spieler, der diese 1,35 Meter Distanz eben nicht einhält, verwarnt. Unter 1 Meter gibt es eine gelbe Karte, und bei 70 Zentimeter gibt es sofort den Platzverweis. Und wie sind Sie auf die 1,35 Meter gekommen? Ja, gut, wir haben 2 Meter in der Schweiz. Wir haben einfach jetzt gesagt, ein Mittelwert zwischen Deutschland und Frankreich ist 1,35 Meter. Und damit kommen wir im Spiel auch zurecht. Wenn man sich einmal vorstellt, der Spieler läuft also hier, der ballführende Spieler läuft hier und der Verteidiger läuft hier. So, dann, wenn er jetzt die 1,35 Meter an der Stelle nicht einhält, dann wird das Spiel sofort unterbrochen. Wenn er jetzt da, der ballführende Spieler ist immer der, der im Recht ist. Ich sehe ein Problem. Wenn Ihr Verteidiger steht und der Stürmer kommt auf den Verteidiger zu, dann muss der Verteidiger davonrennen. Nein, ja, natürlich. Der ballführende Spieler ist immer im Recht, und er kann natürlich jetzt, wenn er da an der Position den Freistoß bekommt, dann machen wir das da, und dann gibt es logischerweise, weil auch die Abstände zum eigenen Spieler nicht unterschritten werden dürfen, immer nur die Einmannmauer. Insofern bräuchten wir jetzt einen Arjen Robben oder einen Marco Reus, der den Ball also direkt verwandeln kann. So, das ist die eine Sache. In der Pause, die machen wir länger, 30 Minuten, gehen die Spieler immer auch noch mit dem Abstand. Jeder kriegt die Einzelkabine, Physio und die anderen Trainer und Ersatzspieler. Die müssen natürlich auch auf der Bank mit dem Mundschutz und mit 1,35 Abstand sich hier aufhalten, beziehungsweise da, je nach Stadion. Was die Zuschauer anbetrifft, können wir natürlich in den oberklassigen Ligen überhaupt keine Zuschauer zulassen. Das ist zu gefährlich. In den unterklassigen Ligen kann man es machen mit maximal 50 Zuschauern, etwa wie beim FC Solothurn es Usus ist. 20 Quadratmeter pro Zuschauer müssen gewährleistet sein. Dann kann man 50 Leute hineinlassen. Das ist wirtschaftlich auch in den unterklassigen Ligen natürlich sehr viel angenehmer. Jetzt haben wir natürlich mit der FIFA zusammen, haben wir uns das so überlegt, dass wir eben schauen,
schon, dass man die Spiele, wie man die jetzt überträgt, die Kamerateams kommen natürlich ins Stadion rein, die sitzen dann natürlich wie üblich an den Positionen und können dann das Spiel entsprechend auch filmen, von unten und auch von oben. Und der der Videobeweis, den gibt es nicht mehr, ist das der Wärmekamerabeweis? Ja gut, sicherlich, da wird drüber zu sprechen sein, ob man jetzt bei der FIFA unten im Keller in Zürich auch noch einen Videobeweis-Assistenz-Schiedsrichter mit hinein. Uns war es jetzt einfach wichtig, eine schnelle, eine natürlich krasse Entscheidung gegen das körperliche Spiel, für das Körperlose, das Social Distance Soccer eben hier erstmal der Öffentlichkeit vorzustellen. Und da schauen wir ein Probespiel, machen wir am 28.04. Im Stade de Distance in Bern gegen die Young Boys spielen gegen die Young Boys 2. Genau, da probieren wir das mal aus. 9 gegen 9 mit der Fußfessel, mit der Wärmebildkamera, mit der Direktübertragung nach Zürich in den Keller von der FIFA. Und dann werden wir sehen, wie es ankommt. Wir übertragen das Spiel natürlich live im Schweizer Fernsehen, aber auch in der ARD und im ORF natürlich auch. Da haben wir eine Eurovision-Sendung am 28. direkt aus Bern, aus dem Stade de Distance. Und wir müssen natürlich schauen, dass die Spieler das jetzt auch verinnerlichen, dass man eben, dass es eben keinen übertriebenen Torjubel mehr gibt. Man darf beim Torjubel die Arme nicht mehr über die Kopfhöhe drüber tun. Also ein solcher Jubel ist gar nicht mehr gestattet. Nur noch auf dieser Ebene, da darf man jubeln, aber auch tonlos, damit kein Speichel so hinausfließt. Wenn der Spieler nämlich gelaufen ist, dann atmet der natürlich auch schwerer und dann kommt der immer auch ein bisschen mehr Speichel, kommt ja da hinaus auf den, das ist übrigens auch verboten, dieses sinnlose Spucken auf den heiligen Rasen hier, das ist nicht erlaubt. Wenn jetzt, es könnte natürlich sein, wenn eine Mannschaft, die jetzt nicht so gut ist wie die andere, öfter in den Ball, also gegen den ballführenden Foul spielt, dass dann die ganze, sagen wir mal, blaue Mannschaft schon des Feldes verwiesen ist, da wird das Spiel dann annulliert und wird noch einmal angepfiffen, also gleich im Anschluss. Denn dadurch, dass man natürlich überhaupt keine Schienbeinschoner mehr tragen muss, weil es gibt ja keine direkte Berührung, nicht wahr? Können jetzt die Schienbeinschoner-Hersteller, die können jetzt einen Mundschutz produzieren sie werden dazu auch verpflichtet. Ah, das ist ja gut, das wird auch die Corona-Wirtschaft mit. Das wird auch die Corona-Wirtschaft wird das wieder in Gang bringen nachher. Also, Herr Beckenbauer. Social Distance Soccer, das muss man sich jetzt da merken. Das werden wir uns merken. Dass der Uli Hoeneß ist begeistert ich freue mich, dass ich Ihnen das einmal kurz vorstellen dürfe. Ich danke Ihnen, Herr Beckenbauer. Machen Sie es gut, bleiben Sie bei sich. Liebes Publikum, bleiben Sie bei sich, machen Sie es gut.